und ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und die Torheit und Narrheit. Ich erkannte, dass auch dies ein Streben nach Wind war, denn in der ganzen Weisheit ist viel Verlust. Und ihr Erkenntnis lehrt mir das Lachen. Es gibt ein Problem. Ich kann ihn nicht in der Erinnerung verankern. Er lehnt die Behandlung ab und zieht sich zurück. Esme, versuchen. Um sie sich zu entspannen. Ich stabilisiere ihn. Konzentrieren Sie sich auf meine Stimme. Erkennen Sie, dass nichts, was Sie sehen, real ist. Nur Bilder aus der Vergangenheit. Ihnen kann nichts passieren. Verdammt, es klappt nicht. Einen Moment, Mister. Er passt sich an. Das erste Mal ist nie leicht. Es geht schief. Das reicht, Miss Dirne. Wir müssen ihn herausholen. Sofort. Okay, Miss. Wir werden jetzt versuchen, sie da rauszuholen. Alles okay? Ich sagte doch, dass ihm nichts passiert. Schweine! Na, na. Ich habe gerade ihr Leben gerettet. Mein Leben gerettet? Sie haben mich entführt, mich an dieses Ding angeschlossen. Animus. Es ist ein Animus. Ich kenne sie noch nicht einmal. Warum tun sie mir das an? Sie haben Infos, die wir benötigen, Mr. Miles. Informationen? Ich bin ein Barkeeper, verdammt. Was wollen Sie von mir? Lernen, wie man einen Martini mixt? Wir wissen, wer Sie sind. Was Sie sind. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Spielen Sie nicht den Dummen. Wir haben keine Zeit. Sie sind ein Assassine. Und ob es Ihnen klar ist oder nicht, Sie besitzen etwas, das meine Arbeitgeber haben wollen. Es ist tief in Ihrem Kopf verborgen. Aber ich bin kein Assassine. Nicht mehr. Ja, das steht auch in unseren Akten. Irgendwas von einer Flucht. Sehr zum Glück für uns. Was wollen Sie von mir? Dass Sie tun, was wir Ihnen sagen. Der Animus wird uns helfen, zu finden, was wir suchen. Wenn wir es haben, können Sie gehen. Ich gehe da nicht wieder rein. Dann legen wir Sie ins Koma und machen alleine weiter. Und wenn wir fertig sind, lassen wir Sie sterben. Ehrlich gesagt, der einzige Grund, dass Sie noch bei Bewusstsein sind, ist, dass es uns viel Zeit erspart. Sie sind verrückt? Also was nun, Mr. Miles? Leben oder sterben? Legen Sie sich hin. Eine weise Entscheidung. Wo bin ich? Im Innern des Animus. Das heißt? Ein Projektor, der genetische Erinnerungen in 3D erzeugt. Genetische Erinnerung? Scheinbar brauchen Sie eine Art Einweisung. Nun gut. Wir fangen ganz einfach an. Was ist eine Erinnerung, Mr. Miles? Eine Aufbereitung früherer Ereignisse. Spezifisch für die Person, die sich daran erinnert. Ja, sicher. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ein Mensch nicht nur seine individuellen Erinnerungen besitzt, sondern auch die seiner Vorfahren? Genetische Erinnerungen, wenn Sie so wollen. Wanderung. Winterschlaf, Fortpflanzung. Woher wissen Tiere, was sie wann und wo tun sollen? Das ist der Instinkt. Jetzt streiten wir uns um Worte, Mr. Miles. Wie Sie es auch nennen, die Tatsache bleibt, diese Wesen verfügen über Wissen, das in ihrer individuellen Erfahrung nicht enthalten ist. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum. Ich habe etwas Faszinierendes entdeckt. Unsere DNS fungiert als Archiv. Sie enthält nicht nur genetische Baupläne von früheren Generationen, sondern auch deren Erinnerungen. Die Erinnerungen unserer Vorfahren. Und der Animus lässt Sie diese DNS-Daten dekodieren und lesen? Exakt. Aber es geht nicht. Das ist die Erinnerung, auf die wir zugreifen möchten. Aber wenn wir versuchen, sie zu aktivieren, zieht sich Ihr Geist zurück. Ihnen fehlt das Vertrauen, in den Körper Ihres Ahnen zu schlüpfen. Das ist auch eben passiert,
Sie wurden aus der Zielerinnerung gestoßen und kehrten zurück in einen stabileren Zustand. Warum? Ihr Unterbewusstsein. Es wehrt sich. Wir haben ähnliche Reaktionen bei Patienten festgestellt, die hypnotisiert werden, um traumatische Vorfälle wieder zu erleben. Wir müssen vorsichtig sein. Und auch dann gibt es Probleme. Und was machen wir jetzt? Wir finden eine Erinnerung, die Sie akzeptieren können. Sie werden sich daran gewöhnen. Langsam aber sicher. Noch näher kommen wir nicht ran. Also müssen wir hier anfangen. Ich lade jetzt das Einführungsprogramm. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, Freunde. Wir spielen Assassin's Creed. Mein Name ist Zero und wir begeben uns in das Jahr 2007, als Assassin's Creed eins der wirklich grafisch besten Spiele auf dem Markt war. Damit Sie sich besser mit der Steuerung des Animus vertraut machen können. Anweisungen folgen in Kürze. Der Synchronitätsbalken zeigt, wie synchron Sie mit den Erinnerungen Ihres Ahnen sind. Falls Sie jemals asynchron werden, stellt der Animus die letzte synchrone Position wieder her. Es droht eine komplette Desynchronisierung. Bitte befolgen Sie die kommenden Anweisungen, um die Systemstabilität wiederherzustellen. Der Animus benutzt ein Puppenspielerkonzept, um die Aktionen ihres Ahnen zu steuern. Ich lade Subroutinen, um die Anpassung ihres Körpers an den Animus zu überprüfen. Wir beginnen damit, die Standardaktionen aller Eingaben kennenzulernen. Okay. Wenn Sie stillstehen, benutzen Sie die Kopftaste, um Ihre Umgebung zu erkunden. Ich muss sagen, das Ganze wird ein bisschen verwirrend sein für mich zu Anfang, denn ich habe mein 360-Spiel nicht gefunden, deswegen habe ich es mir gerade auf dem PC runtergeladen. Um durch die Krugträger zu gelangen, ohne dass Sie Ihre Krüge fallen lassen. Gehen Sie zu der Markierung, um die Synchronisierung fortzusetzen. Ich bezweifle nicht, dass das die richtige Taste war. Wir sollen uns durchschleichen. Das müsste die Taste sein. Okay, perfekt. Alles ein bisschen seltsam, ne? Kann ich das umstellen? Option. Dafür nehme ich mal die Maus. Option. Gameplay. Nee. Steuerung anpassen. Steuerung anpassen. So. Das ist alles richtig. Wir werden es einfach den Farben zuordnen. Zum Beispiel das hier müsste Taste 2 sein. Das hier müsste dann Taste 1 sein. Das hier, Taste 3 und das Taste 0. Ist alles richtig, ne? Gut. Erfasst alles. So, und das werden wir noch später vielleicht hinzufügen. Schade eigentlich, dass ich das auf meiner Xbox nicht gefunden habe. Sonst wäre das einiges geiler für mich gewesen, das Feeling. Aber ich werde gleich noch ein bisschen davon erzählen. Grafik habe ich alles eingestellt. Lautstärke ist in Ordnung. Hard-Elemente. Was hatte ich gerade noch gesehen? Gameplay. Loot ist an. Vibration geht nicht an. Achso, cool. So, ich würde sagen, wir gehen dann wieder zurück ins Spiel. Jetzt dürfte es ein bisschen leichter für mich werden, weil jetzt sind die Tasten auch richtig zugeordnet. Das hat vorher gefehlt. Haben die wahrscheinlich auf dem PC nicht so wirklich gut gemacht. Und schon haben wir es geschafft. Oh yeah. Gut gemacht. Das Tutorial ist ein bisschen lang, ich gebe es zu. Der Animus unterscheidet zwischen zwei. Aber mir ist das wichtig, dass das gut reinkommt. Unauffällig und auffällig. Unauffällige Aktionen sind sozial akzeptabel. Auffällige Aktionen sind eher actionorientiert. Halten Sie die Modustaste auffällig gedrückt, um zu sehen, wie Ihr Heads-Up-Display den Kontext der Puppenspieler-Eingaben verändert. Exzellent. Cool, das wusste ich noch. Ich weiß noch, wie man läuft. Wir setzen die Synchronisierung fort, indem wir einige auffällige Aktionen testen. Greifen und werfen Sie dieses Individuum gegen die Markierung, indem Sie die leere Handtaste im auffälligen Modus benutzen. Ah, gut. Ich muss erstmal in das Spiel wieder reinkommen. Ich war damals richtig gut in dem Spiel, ich konnte keiner fertig machen. Ich bin gespannt, ob es immer noch so ist. Benutzen Sie die Beintaste im auffälligen Modus, um zu sprinten.
Sprinten ist sehr nützlich, um zu fliehen oder ein flüchtendes Ziel einzuholen. Passen Sie aber auf, nicht mit jemandem zusammenzustoßen. Sie könnten stolpern und zu Boden fallen. Sprinten und erreichen Sie die Markierung vor diesem Mann. Okay, easy going. Gut gemacht. Alles noch recht einfach, ist nur das Tutorial, Freunde, der macht euch mal keine Sorgen. Der Animus versorgt Sie mit weiteren wichtigen Informationen. Das Symbol sozialer Status gibt Ihnen Aufschluss über Ihren Zustand. Die unterschiedlichen Zustände werden bald im Kontext erklärt. Dieses Symbol erscheint, wenn ein Soldat sie ansieht. Die gelbe Farbe bedeutet, dass der Soldat sich ihrer entweder nicht bewusst oder misstrauisch ist. Um die Zustandsänderung zu illustrieren, greifen Sie diesen Soldaten nun unauffällig an. Schalten Sie ihn zunächst als Ziel auf. Okay, Taste 4. Ist schön gut. Was ist Taste 4? Was ist diese Taste hier? Nun wählen Sie Ihre verborgene Klinge. Ah, okay, ich weiß es wieder, alles gar kein Problem. Gehen Sie mit ausgewählter Klinge zu dem Soldaten und drücken Sie auf die Waffenhandtaste, um ihn zu töten. Okay. Langsam komme ich in die Steuerung rein, das ist sehr schön. Was? Sorry, ich glaube, ich habe gerade übersteuert. Wer hat diese Person umgebracht? Ich habe mein Mikro ein bisschen leiser geschaltet. Wie er da rumgezappelt hat. Okay, und jetzt? Die Leiche hat den Soldaten alarmiert und seinen Zustand auf informiert geändert, wie die rote Zeugenanzeige zeigt. Aggressive Aktionen und sozial inakzeptables Verhalten werden nun höchstwahrscheinlich zu einer bewaffneten Reaktion führen. Provozieren Sie den Soldaten. Okay. Soll ihn leicht stoßen? Ja. Beachten Sie, dass sich Ihr Status auf entdeckt verändert hat. Benutzen Sie nun die Leiter und versuchen Sie, den Sichtkontakt zu unterbrechen. Okay, werden wir tun. Komm zurück! Ich weiß, dass du dich versteckst, du Feigling! Exzellent. Der Sichtkontakt wurde unterbrochen. Rennen Sie zum Dachgarten, um sich zu verstecken. Okay, wir können uns verstecken in solchen... Ihr Status zeigt an, dass Sie versteckt sind, aber der Soldat immer noch nach Ihnen sucht. Warten Sie, bis sich Ihr Status erneut ändert. Ich könnte einfach kurz aus dem Bild klicken. So, jetzt geht das Spiel auch nicht weiter. Das Spiel ist quasi noch animiert, also es ist an, aber ich habe gerade quasi, dadurch, dass ich aus dem Bildschirm rausgeklickt habe, habe ich das Spiel pausiert. So, und zwar, es gibt verschiedene Verstecke, wo wir uns verstecken können. Später in anderen Spielen werden es definitiv mehr sein. In Assassin's Creed 1 ist es noch so, dass es, ja, recht wenig Möglichkeiten gibt, aber doch damals schon. Damals waren das wirklich viele Möglichkeiten als Spieler, aber da gehe ich später drauf ein, wenn wir mitten im Spiel sind, weil viele werden wahrscheinlich das Tutorial überspringen. Also gehen wir weiter. So ist's recht. Verkriech dich, du Ratte. Tschüss. Und dann können wir auch wieder aufsteigen. Gemacht. Der Soldat hat ihre Spur verloren. Sie sind wieder anonym und können ihr Versteck verlassen. Exzellent. Durch Anonymität füllen Sie Ihren Synchronitätsbalken und erleichtern sich Ihre Aufgaben als Assassine. Es gibt verschiedene Orte, an denen Sie sich verstecken können. Aber Sie müssen immer den Sichtkontakt unterbrechen, bevor Sie in einem Versteck verschwinden können. Ja, das sind ganz Möglichkeiten, wo wir uns verstecken können. Sind am Anfang nicht recht viele. Später, in Assassin's Creed 3, ist es eigentlich genau dasselbe. Diese Möglichkeiten, diese vier Möglichkeiten werden um 2-3 erhöht, aber die sind halt, sehen wir uns nun, die sehen halt alle immer anders aus. Mit der Beintaste im Modus unauffällig können Sie untertauchen. Sie können einen Gelehrten imitieren, um unbemerkt an Soldaten vorbeizukommen. Tun Sie das jetzt, um die Markierung hinter dem Soldaten zu erreichen. Ja, ein Gelehrter läuft natürlich vollpackt mit Waffen durch die Gegend. Awesome. Gut. Nun, da Sie synchron sind, verfügen Sie über eine neue Fähigkeit.
Dieser sechste Sinn namens Adlerauge hat ihrem Ahnen geholfen, die Absichten der Menschen in seiner Umgebung zu verstehen. Gut gemacht. Ja, da haben wir weiß den Informanten, gelb das Ziel, rot Soldaten und das andere war was? Weiß es gar nicht mehr. Das Adlerauge steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie völlig synchron sind. Ich glaube, blau, Freunde. Bedenken Sie, um synchron zu bleiben, sollten Sie dem Credo der Assassinen, der Lebensart Ihres Ahnen, folgen. Das Credo hat drei Gebote. Erstens, verletzen Sie nie einen Unschuldigen. Zweitens, bleiben Sie diskret. Drittens, gefährden Sie die Bruderschaft nicht. Wenn Sie an Synchronität verlieren, können Sie diese wiederherstellen, indem Sie Schlüsselmomente im Leben Ihres Ahnen nachempfinden oder indem Sie das Credo befolgen. Sie haben das Tutorial erfolgreich beendet. Der stabilste Gedächtnisabschnitt wird nun geladen. Yay! Endlich. Es ist immer so das Schlimmste bei Assassin's Creed, diese irrsinnig langen Tutorials. Ich weiß, in Assassin's Creed 3 war das extrem lang. Es muss einen anderen Weg geben. Er muss nicht sterben. Exzellenter Streich. Das Glück ist eurer Klinge hold. Nicht Glück. Geschick. Seht mir gut zu, vielleicht könnt ihr noch etwas lernen. Fürwahr. Er wird euch lehren zu vergessen, was unser Meister uns lehrte. Und wie hättet ihr es getan? Ich hätte keine Aufmerksamkeit erregt. Ich hätte nicht das Leben eines Unschuldigen genommen. Ich wäre unserem Credo gefolgt. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Eines Tages werdet ihr diese Worte verstehen. Nicht wie wir unsere Aufgabe lösen zählt, nur dass sie gelöst wird. Das ist nicht der Weg. Mein Weg ist besser. Ich kundschafte voraus. Versucht uns nicht noch mehr zu entehren. Was ist unsere Mission? Mein Bruder sagt es mir nicht. Nur, dass es eine Ehre ist, teilnehmen zu dürfen. Der Meister glaubt, dass die Templer etwas unter dem Tempelberg entdeckt haben. Ein Schatz? Ich weiß es nicht. Aber unser Meister hält es für wichtig. Sonst hätte er mich nicht entsandt, es zu holen. Ja, und damit sind wir im Spiel. Wir werden uns allerdings einmal ganz kurz noch in die Option verabschieden. Und zwar möchte ich gerne die Musiklautstärke ein wenig reduzieren. Die Sprachlautstärke ist für mich in einem Let's Play das Wichtigste. Es bringt nichts, was dass die Musik so schön ist, wenn sie die ganzen Sprachen übertönen. So. Ja, wir sind ein Assassine, wir sind Altair. Der wohl geilste Assassine von allen. Tatsächlich war das hier, was ihr hier seht, damals die beste Grafik, die man auf der Xbox 360 und der PlayStation 3 spielen konnte. Das Ganze, was wir hier spielen, spielen wir auf dem PC, ist allerdings eine Konsolenportierung. Das heißt, es wurde von der Konsole auf den PC portiert und deswegen haben wir ja auch keine 60 FPS, sondern nur 30 FPS. Aber das ist nicht weiter schlimm, hier geht es ja um einen Assassinen. Der braucht keine 60 FPS, um zu töten. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen, dass das hier jetzt die Kamera ist. Naja. Moment, das mit der Kamera muss man doch irgendwie einstellen können, oder? So. Kamerablinkwinkel nach oben. Ach, hat er automatisch gemacht. Okay, gut, danke schön. Ja, danke, dass es nicht funktioniert hat. Naja, scheiß drauf. Wir kriegen das hin. So, wir befinden uns hier bei... Das funktioniert doch irgendwie ein bisschen, ne? Ah, ich kann hoch und runter. Aber ich kann nicht nach links und rechts, wie... Warte. Das regt mich gerade auf, es tut mir leid. Es tut mir echt leid, aber... Ich muss mit dem Stick mich bewegen können. Nach links bewegen. Okay, das ist ja alles richtig. Nach links schwenken. Ha, jetzt haben wir es doch. Oh ja, das tut so gut. Das tut so gut. Als Konsolenspieler muss man das halt mit dem Stick lenken, sonst dreht man durch. Weil alle Spiele... Bei allen Spielen dreht man die Kamera mit dem rechten Analogstick. So, bei Assassin's Creed hat man das halt mit den hinteren Schultertasten gemacht. Und das war halt echt scheiße. So. Hä? Ich will... Achso, ich muss gleichzeitig A drücken, okay. Ganz vergessen, wie das Ganze funktioniert hier. Ja, wow. Ich würde sagen, ein super Anfang.
Muss man sich erstmal die Steuerung gewöhnen. So. Ah, jetzt haben wir es doch. Ab jetzt kannst du noch aufwärts gehen, Freunde. Wir spielen hier einen Assassin, wie gesagt, und unsere Gegner sind die Templer. Und das werden die auch immer bleiben. Ziel erfassen. Muss man nicht immer jedes Mal machen. Aber wir werden das hier mal im Tutorial machen. Und dann können wir ihn einfach mal eiskalt erstechen. Auch wenn das gerade sehr seltsam aussah. Dort. Das muss der Schrein sein. Nein, doch nicht. Die Bundeslade. Seid nicht dumm. Die gibt es nicht. Das ist nur eine Mär. Was ist es dann? Schweigt. Da kommt jemand. Wir müssen dieses Tor hinter uns lassen. Je eher wir es haben, desto eher können wir uns um diese Schakale aus Massiaf kümmern. Robert de Sable, sein Leben gehört mir. Nein, wir sollen den Schatz bergen und Robert nur angreifen, wenn es unerlässlich ist. Er steht zwischen uns und dem Schatz. Es ist unerlässlich. Zurückhaltung, Altair! Ihr meint Feigheit. Dieser Mann ist unser ärgster Feind. Und hier ist eine Gelegenheit, ihn loszuwerden. Ihr habt schon zwei Regeln unseres Credos gebrochen. Brecht nicht auch die dritte. Bringt keine Schande über die Bruderschaft. Ich stehe über euch, sowohl im Titel als auch im Können. Ihr solltet mich besser nicht in Frage stellen. Tja, ziemlich überheblich unser Alter hier, ne? Das wird sich später hoffentlich ändern. So, als allererstes gehen wir mal runter. Wobei, es ist definitiv flüssiger als auf der 360, das muss ich zugeben. Ja, gehen wir einfach hin und erstechen ihn, oder was? Okay. Kein Problem. Halt, Templer. Ihr seid nicht die Einzigen hier. Ah. Nun, das erklärt meinen fällenden Mann. Also, was ist euer Begehr? Ziel erfassen. Blut. Nein, nicht! Ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlasst. Ich schone euch nur, damit ihr eurem Meister diese Botschaft überbringt. Das Heilige Land ist für ihn verloren. Er sollte fliehen, solange er die Gelegenheit dazu hat. Bleibt und ihr seid alle des Todes. Tja, da haben wir wohl selber Schuld. Männer, zu den Waffen! Tötet die Assassinen! Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute bei Assassin's Creed. Morgen geht es richtig los, versprochen. Das Ganze ist noch quasi das Tutorial, ist noch geradlinig, noch können wir uns nicht frei bewegen. Aber gleich geht es definitiv los. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.